So, hier ist noch einmal Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Ich hatte euch versprochen, dass ich euch die Box im Kleinen noch einmal zeige. Das Problem ist nämlich, wenn ich ganz viele Boxen machen möchte, dann bekomme ich aus einem DIN A4 Bogen nur eine Box. Ich möchte aber zwei haben, damit das so ein bisschen ökonomischer ist. Und deshalb habe ich mir das ausgerechnet, dass das passt. Das wäre dann nochmal diese Skizze mit 9 Maßen, sonst das gleiche wie eben. Ich brauche für diese kleine Box Farbkarton, in diesem Fall Chili, habe ich mir zurechtgeschnitten in den Maßen 14,9 cm mal 11,94 cm. Und das möchte ich nun falzen. Und zwar mache ich auch das sinnvoll, denn ich habe ja immer sehr viel Verschnitt hier. Und das kann ich nicht mehr benutzen, weil das alles schon gefalzt ist. Also lege ich mir die Seite hier an bei 2,98. Ziehe einmal die Falzlinie durch, wie hier. Dann drehe ich das um 90 Grad und ziehe dann die Linie durch bei 4,48. Und 2,98 weiter. Das wären dann 7,46. Das sind die Grundmaße. Und jetzt brauche ich noch für die Laschen, nicht Klebelaschen, sondern einfach Laschen. Und dafür brauche ich hier noch einen Rand. Und der wäre dann 1,5 cm hiervon entfernt. Den ziehe ich aber auch nur bis hier unten hin. Auf der anderen Seite genauso. Sehe ich jetzt auf der rechten Seite, wo die 1,5 cm sind. In dieser Linie an. Das ist unsere vierte Falzlinie von vorhin. Bis oben hin. Und hier teile ich mir das ein in lauter 2,98 x 2,98 Flächen. Wieder weiter. Und noch einmal. So sieht das aus. Jetzt brauche ich noch diese Einteile hier unten. Auch hier brauche ich 2,98. Und auf der anderen Seite ebenfalls. Und dann wird geschnitten. Jetzt kann ich mir dieses Stück hier wegschneiden und das kann ich noch für was anderes verwenden.
jetzt kommt wieder die Stanze, dekorative Details zum Einsatz für diese Ecken. Ausgeschnitten habe ich wie vorhin bei der größeren Box nach der Skizze. Und jetzt wird gefalzt. Alles einmal durchgeknickt. Und mit Designerpapier verziert. Dazu habe ich verwendet das Designerpapier voller Vorfreude. Das gab es kürzlich noch mal in dem Clearance Rack. Ansonsten ist es leider nicht mehr im Programm. Dann sucht man sich was anderes Nettes. Und das Ganze wird wieder zusammengefaltet, wie gehabt. Und dann kann man das auch noch verzieren. Zum Beispiel mit diesen niedlichen kleinen Tags, die man auch noch bemalen kann. Mit den Stampin' Blends. Ich zeige euch mal das Stempelset. Das ist schöner Schenken. Und dazu passend gibt es dann diese Framelits. Da hat man dann ganz viele Texte auf einmal ausgestanzt. Eigentlich ganz praktisch. Könnte man jetzt zum Beispiel die Schleife hier drauf setzen und drumherum auch noch ein Bändchen machen. Das habe ich euch ja eben schon gezeigt. So, nun bin ich am Ende angekommen, habe euch noch den Trick gezeigt, mit dem ihr ganz viele kleine Schachteln herstellen könnt. Muss man nur so ein bisschen sich überlegen, wie es sinnvoll ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!